Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Windfischi, ihr nennt mich Fischi. Und ja, ich weiß, es ist überraschend, ich bin wieder da. Hey, hau, hallo, willkommen. Ja, der Kanal hat hier schon seit einigen Jahren mehr und mehr Stopp angesetzt. Es kamen sehr unregelmäßig Videos und ich habe mir gedacht, wir machen heute ein kleines Intro. Ich erzähle euch ein bisschen, wie was hier passieren soll. Und danach starten wir mit dem Format Neuzugänge 2023. Denn das ist eigentlich ein sehr beliebtes Format auf diesem Kanal gewesen, damit wir so langsam mal wieder hier in dieses ganze YouTube-Kram reinkommen, ich mich auch wieder dran gewöhnen kann. Und ich würde sagen, los geht's! Einige von euch wird es überraschen, andere wussten schon davon, dass ich mit YouTube auch noch weitermachen möchte. Und ja, jetzt nach 3 Jahren, wer es nicht weiß, ich bin vor 3 Jahren Mama geworden. Und dann haben sich natürlich Zeiten, Prioritäten und auch vor allem Freizeit geändert, so dass irgendwas immer hinten rausfällt. Bei mir war es jetzt vor allem der YouTube-Kanal. Ich habe zwar geschafft, zwischendrin mal so ein Video zu machen, das war aber meistens tatsächlich mit sehr viel Stress verbunden oder Organisation, weil ich sag mal so, ein lautes Kleinkind, das hier rumrennt, ist nicht hilfreich, um ein Video zu drehen. Und deswegen, jetzt geht es los mit den Videos, weil das Kind kommt in, oder ist in dem Kindergarten und das heißt, ich habe jetzt auch mal Zeit und Ruhe, das bei Tageslicht zu machen und nicht zu versuchen, irgendwie 5 Millionen Lampen hier reinzustellen, damit ich irgendwo Licht habe. Und ja, das ist einer der Gründe natürlich und ja, das Leben hatte sich natürlich geändert. Dementsprechend hat sich auch die Priorität bei Videospielen geändert. Ich liebe nach wie vor Videospiele, ich liebe es, Videospiele zu spielen. Ich habe auch sehr viel gespielt, immer wenn ich konnte, habe ich tatsächlich auch gespielt. Wo wir gleich beim Thema sind, Twitch. Wo ich regelmäßig tatsächlich zu finden bin, ist auf meinem Twitch-Kanal. Windfischi heiße ich da, ich heiße überall Windfischi, also ihr findet mich immer unter diesem Namen. Und da könnt ihr mich Dienstag, Mittwochs und auch Freitags finden, ab 18 Uhr. Aktuell spielen wir noch Final Fantasy 16, aber diese Woche ist die finale Woche und danach sind wir wahrscheinlich durch. Ich muss das jetzt auch fertig kriegen, damit ich nicht lüge und das erst nächste Woche rauskommt und das ist durch, ne? Also ihr wisst Bescheid. Ansonsten, ich habe mir meinen Kanal natürlich angeguckt, welche Formate ich da drauf habe, was möchte ich vielleicht weiterführen, welche Formate möchte ich ändern, was wird wahrscheinlich wegfallen. Mal sehen, ich habe schon so 1, 2, 3 Ideen. Wenn ihr Videoideen habt, was ihr gerne mal von mir sehen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne unten in die Kommentare lassen. Würde mich natürlich mega freuen. Ach, noch eine Sache haben wir noch. Ich grüße noch Mirkos Kosmos. Hi! Denn der gute Mirko, ich verlinke ihn mal, ich glaube, das ging oben links oder rechts. Ihr werdet sehen. Der hat nämlich vor ein paar Monaten seinen Kanal gehackt bekommen und dadurch seinen gesamten Kanal verloren. Und er hat diese Woche auch ein Video gemacht, dass er, naja, wieder da ist oder immer noch da ist, aber noch nicht weiß, was er anfangen möchte. Aber schaut gerne mal da rein. Er ist ein sehr, sehr netter Kerl, der labert viel. Ich versuchte damals, ihn aufzuholen und ich merke jetzt, dass ich sehr kurz bin. Ich habe das Video nämlich schon mal versucht aufzunehmen, da war ich in 4 Minuten fertig. Ich hoffe, wir sind jetzt bei mehr als 4 Minuten. Ansonsten, ja, das mit den Laber-Azubi, ich glaube, wir müssen von vorne anfangen. Aber gut, ich würde sagen, wir haben genug geschnackt, wir wechseln gleich die Perspektive und ich erzähle euch, welche Neuzugänge ich in diesem Jahr habe und ich würde sagen, los geht's! So, jetzt haben wir die Perspektive gewechselt und ich würde sagen, wir starten als erstes mit den Nintendo Switch-Spielen. Eines der Neuzugänge im Jahre 2023 ist Layston's Mystery Journey, Catriel und die Verschwörung der Millionäre. Dieses Spiel habe ich auch schon auf dem 3DS gespielt, das habe ich bestimmt auch schon mal vor Jahren vorgestellt. Ich finde die Professor Layton-Reihe richtig toll. Ich mag die ja total gerne und habe wirklich echt alles von denen gespielt, was es gibt. Selbst die Handyableger. Und da natürlich freue ich mich total über Catriel Layton. Der Anime ist übrigens auch super zu empfehlen. Und ich habe dieses Spiel von dem guten Joe zugeschickt bekommen. Und da freue ich mich natürlich super drüber. Wer ein Fan von Rätselspielen ist, den kann ich das wirklich ans Herz legen. Denn es macht Spaß und Catriel ist auch sehr sympathisch. Aber ich muss zugeben, ich freue mich schon auf das neue Professor Layton-Spiel. Also wenn Herschel Layton am Start ist und solange er von Mario Hassard synchronisiert wird, ne, kann er mir auch ein Telefonbuch vorlesen. Als nächstes kam dieses Jahr reingeflattert Fire Emblem Engage. Wer den Kanal natürlich länger verfolgt, weiß auch, dass ich bei Fire Emblem auch immer schwach werde. Auch hier muss ich sagen, danke, dass Joe mitgestalkt hatte, weil ich hatte irgendwie nie Glück, dass ich diese Special Edition erwischt habe. Deswegen zeige ich euch jetzt auch nur die Verpackung von der Switch-Version, also von dem Plastikcase, weil der Rest ist in der Vitrine. Ich muss sagen, es hat mich nicht so sehr gehuckt wie jetzt Three Houses. Vielleicht lag es auch daran, ich fand den Hauptcharakter, den man selbst gespielt hat, den fand ich echt super. Aber so die Nebencharaktere,
Die habe ich dieses Mal nicht so gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht bei dem Spiel. Habt ihr das gespielt? Und wenn ja, was ist euch dabei positiv aufgefallen? Ich mochte halt, dass unser Charakter, Charakter hat. Aber so die ganzen Nebencharaktere, ich kann euch nicht mal einen einzigen jetzt noch per Namen nennen. Während ich natürlich bei den Three Houses mit Dimitri, vielleicht stehe ich so ein bisschen auf Dimitri, sagen muss, das ist echt mein allerliebstes Fire Emblem. Aber sehr schönes Spiel, hat Spaß gemacht, ist mir aber nicht groß hängen geblieben tatsächlich, was ich schade finde. Dann natürlich einer der großen Rollenspiele diesen Jahres, Octopath Traveler 2. Oh, ja, wer weiß oder wer Octopath Traveler 1 gespielt hat und es geliebt hat, für den ist es natürlich gar keine Frage, auch Octopath Traveler 2 zu spielen. Da muss ich mich herzlich übrigens bei dem Anton Man bedanken, der mir das zugeschickt hat. Ich habe sehr viele Stunden damit verbracht und mein Lieblingscharakter ist dieser hier. Der schöne Kleriker, den ich erst gar nicht mochte, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und jetzt ist es so mein größter Schatz in diesem Spiel. Eine wunderschöne Geschichte. Ich mag das Gameplay. Ich mag, wie die Charaktere zueinander gefunden haben. Und ja, was da geschieht, das kann man immer nicht erzählen, ohne zu spoilern. Das ist, ne, das ist immer ein bisschen doof. Auf jeden Fall, wer den ersten Teil mochte, kann mit dem zweiten Teil absolut nichts falsch machen. Fantastische Musik, tolle Charaktere, schönes Kampfsystem. Die Grafik, wer auf 2,5D steht mit diesen ganzen Details und so, der ist eh schon verkauft. Anders kann ich das nicht sagen. Wunderschön. Also spielt es, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Dann ein weiteres Spiel, was jetzt eingezogen ist, was natürlich nicht fehlen darf, ist Pikmin 4. Ich meine, hey, ihr wisst, dass ich Pikmin liebe und immer gesagt habe, bringt mir Pikmin 1 und 2 auf die Switch, dann wäre ich glücklich. Und was ist Nintendo? Bringt in knapp 2 Wochen das raus. Oh mein Gott, alle Pikmin-Spiele auf einem System. Ich bin so glücklich. Mein GameCube ist jetzt wirklich eingestaubt im Sinne von, ich brauche die nicht mehr rausholen, weil ich kriege Pikmin auf der Switch. Beziehungsweise als Download gibt es das natürlich, aber nee, ihr wisst ja, Fummelfischi braucht was zum Anfassen. Und auch Pikmin 4 habe ich schon durchgespielt. Das möchte ich noch als Stream-Projekt einmal machen. Das geht so um die 25, 26 Stunden, je nachdem, wie lange man braucht und ob man alles macht. Ich muss sagen, eine Sache habe ich nicht gemacht. So eine Dandori-Challenge, da hatte ich keine Lust zu. Aber es vereint echt alles, was es gibt. Und sie haben die lila Pikmin dabei. Oh mein Gott, habt ihr ein Lieblings-Pikmin? Ganz ehrlich, lila Pikmin, beste Pikmin ever. Da lasse ich nicht mit mir reinreden. Oder lasse ich nicht mit mir reden. So. Dann eine weitere Sache, die reingeflattert kam, ist Sonic Frontiers. So, ich lege es einmal kurz hin, dann könnt ihr es sehen. Ja, Sonic-Fan. Also, man erkennt ein Muster, dass ich mich mittlerweile auf die Sachen beschränke, die ich wirklich gerne mag, die Franchises, die ich mag. Und weiß, okay, dafür werde ich mir ein Zeitfenster bauen oder schaufeln. Und ja, Sonic, das kommt übrigens von der lieben Jade, habe ich das zugeschickt gekriegt. Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel. Ich muss gestehen, ich habe die erste Welt, die da drin war, erstmal gebraucht, um dieses Spiel zu kapieren, tatsächlich. Übrigens, habe ich gar nicht gezeigt, ne? Ich behalte immer die Geschenkinformation in den Spielen, von wem ich die zugeschickt gekriegt habe. So werde ich auch in 100 Jahren, okay, so alt werde ich nicht, nicht vergessen, wer es mir zugeschickt hat. Ja, aber ich habe hier die erste Welt erstmal gebraucht, um zu schnallen, was will das Spiel von mir? Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich beim Tutorial gepennt. Aber ich finde es total geil, dass man da die ganzen Musikstücke und so von den älteren Spielen so hören kann. 2 Welten habe ich bisher schon geschafft. Und an den nächsten werde ich natürlich noch weiter dran arbeiten. Und als Sonic-Fan, ne, kommt man doch an Sonic nicht vorbei. Aber Nintendo, wenn du mich schon so oft erhört hast, Sonic Adventure to Battle Anyone? Ich würde es auch nochmal spielen. Und wo wir schon bei Sonic sind, ta-ta-ta-ta! Sonic, wow! Sonic Origins Plus. Auch das ist eine Zusendung, ein Geburtstagsgeschenk. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf. Auf jeden Fall von einer lieben Möwe zugeschickt bekommen. Und ja, da habe ich bisher auch nur einmal reingespielt. Und oh mein Gott, hier sind Sonic 1, 2 und sowas drin und dann überarbeitet. Deswegen, ich muss mir ein Zeitfenster auch dafür schaufeln, um das in Ruhe genießen zu können. Vielleicht streame ich davon auch dann den einen oder anderen Titel mal. Ich muss ja gestehen, ich habe von den Sonic 1, 2 und 3 noch nie eins durchgespielt gekriegt. Da bin ich immer echt zu schlecht für. Aber auch das hier, ne? Mit einem Booklet und so richtig, richtig schön. Da kann man echt nichts sagen. Und als Sonic-Fan habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut.
Und ich habe jetzt auch alle Sonic Games, die es aktuell für die Switch gibt, außer ich glaube irgendwelche Rennspiele, aber das ist für mich jetzt nicht ganz so bedeutend. Dann daher, ich freue mich, ne, so als Sonic-Kind, ja, auch wenn ich mit Nintendo aufgewachsen bin, ich bin großer Sonic-Fan, freue ich mich, das in der Sammlung zu haben. Was auch dabei ist, ist natürlich Tears of the Kingdom, aber das ist alles in meiner Vitrine. Vielleicht blende ich euch ein Foto davon ein, weil ich will das jetzt nicht auseinanderfruckeln. Ich habe es so schön gerade hingestellt. Also, und da muss ich auch sagen, meine Community war so verrückt. Ich danke euch so, so sehr. Als ob sie sich abgesprochen hätten zu meinem Geburtstag. Ich wurde mit Zelda überschüttet. Ich habe den Pro-Controller bekommen von einer unbekannten Möwe. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Diese Möwe bleibt einfach anonym. Aber Dankeschön dafür. Dann bekam ich die fehlenden Zelda-Mangas, die mir halt noch fehlten. Ich bekam ein Zelda-Kochbuch, ein Zelda-Lösungsbuch, das erweiterte. Ich bekam sogar die Nintendo Switch mit Zelda. Ey, ich habe diejenigen, die ich meine, wissen, wer halt gemeint ist, aber oh. Ich glaube, ich war noch nie so fertig auf einem Geburtstag wie dieses Jahr und auch da nochmal herzlichen Dank dafür. Dann das letzte Spiel, was aktuell eingeflattert ist für die Nintendo Switch, ist Story of Seasons: A Wonderful Life in der Limited Edition. Als großer Harvest Moon-Story of Seasons-Fan mit einem Fullset komme ich daran nicht vorbei und ich habe mir auch die PlayStation 5-Variante geholt, die natürlich sealed ist, weil einfach nur für die Sammlung, um diese Reihe zu unterstützen. Und ich muss sagen, wir besitzen auch noch, also der Wahl besitzt die Xbox-Variante, weil das Spiel für uns beide eines der größten Lieblingsspiele ist von dieser Reihe. Und wer es ruhig mag, den kann ich das Spiel auch einfach nur empfehlen. Vielleicht möchtet ihr auch mal ein Video dazu sehen, ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal weiter zur PlayStation 4. Auf der PlayStation 4 gibt es zwei Neuzugänge und ihr seht, die sind auch noch eingeschweißt. Stardew Valley bleibt eingeschweißt. Ethan Cylinder ist mein nächstes Stream-Projekt. Denn die beiden Spiele habe ich für 0 Euro gekauft. Lustige Geschichte. Ich hatte mich letztes Jahr bei Otto angemeldet, im Versandhandel. Ich weiß gar nicht, da gab es irgendein Spiel relativ günstig, das habe ich da bestellt. Und warum auch immer hatte ich dieses Jahr ein 20-Euro-Guthaben und es passte für genau die beiden Spiele. Also habe ich mir die beiden Spiele bestellt. Und Ethel Zylinder habe ich schon sehr lange auf meiner Liste, dass ich mir das mal kaufen möchte und spielen möchte. Eben, weil ich das bei dem Auf ein Bier-Podcast gehört habe. Ich weiß nur so ein bisschen, worum es da geht, aber auch nicht jetzt, was weiß ich, wie doll. Deswegen, das wird mein nächstes Stream-Projekt. Da freue ich mich schon drauf. Und Stardew Valley, da besitze ich ja auch schon ein paar Versionen von. Das war jetzt einfach nur so tatsächlich für die Sammlung. Ich mag Farming. Vielleicht habe ich ein Problem mit Farming. Ja, okay, ich liebe Farming-Spiele. Von daher, das sind meine beiden PlayStation 4-Neuzugänge, die ich habe. Und was jetzt natürlich, weil ihr schon das bei dem A Wonderful Life gesehen habt, einmal Hogwarts Legacy. Aber ich muss auch hier nochmal mich bedanken für die Community. Denn ohne die Community hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit, PlayStation 5 zu spielen. Denn ich habe dieses Jahr ein Jahresziel auf Twitch gehabt, Geld zu sammeln für eine PlayStation 5. Und wir haben dieses Ziel tatsächlich erreicht. Und ja, meine PlayStation 5, wir haben sie liebevoll die SR3 genannt. Früher auch die Playmopufu. Aber jetzt sind wir bei SR3 gelandet. Ist eingezogen und ich muss sagen, ich liebe meine PlayStation. Natürlich wegen den Titeln, die es da gibt. Und der dabei war, weil mein Bruder sich darum gekümmert hat, die PlayStation zu bekommen, war da Hogwarts Legacy mit bei. Das habe ich auch durchgespielt und hat mir gefallen tatsächlich, auch wenn ich so in dem Harry Potter-Universum vorher, außer die Filme zu gucken, nicht versiert war. Mochte ich das Spiel echt gerne. Und warum ich natürlich die PlayStation 5 haben wollte. Da, 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 Final Fantasy. Meistens der Grund, oh, ist gar nicht gerade. Meistens der Grund, warum ich mir eine PlayStation holen möchte, sind Rollenspiele. Am allermeisten Fall ist es ein Final Fantasy. Und auch hier, ne, Final Fantasy. Das war der Grund. Dafür wollte ich unbedingt die haben. Und ich habe gesagt, sollten wir es schaffen, eine PlayStation 5 dieses Jahr zusammenzukriegen, das war mein Jahresziel, dann kaufe ich auf jeden Fall Final Fantasy 16 und das werden wir dann streamen. Und ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme wird es schon fast vorbei sein. Es wird wahrscheinlich vorbei sein. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ich vermute, diese Woche ist halt Finale. Was soll ich sagen? Ich kann nichts sagen, außer es bricht einem ständig das Herz und spielt mit den Emotionen, mit den Gefühlen. Grandioser Teil. Ich weiß nicht, wie das Ende wird, aber bisher kann ich nur empfehlen. Wirklich. Ganz große Fischi-Empfehlung. Wenn ihr auf Final Fantasy Bock habt,
spielt das. Das ist Hammer. Und mein letzter Neuzugang, den ich euch nicht vorenthalten möchte, ist Diofield Chronicle. Ja, kam jetzt eine Woche reingeflattert. Vielen Dank nochmal an Joe, der hat mir das geschickt. Es ist ein Strategie-RPG, wie ihr seht, ich habe es auch noch nicht geöffnet. Aber ich freue mich drauf, das ist auch schon richtig lange auf meiner Wunschliste gewesen. Aber ja, man muss ja mal gucken, fällt das mal vom Preis, fällt es nicht etc. Und ja, jetzt freue ich mich total darauf, weil ich mag auch Strategiespiele total gerne. Am liebsten, wenn dann die Charaktere auch noch hübsch sind. Und ja, das ist mein letzter Neuzugang, den ich euch zeigen kann. Eigentlich hätte ich euch auch noch Moon Factory 3 gezeigt, aber das ist seit Samstag verschollen. Ich weiß nicht, ob das noch ankommen wird. Ich habe die Hoffnung mittlerweile schon echt verloren. Aber ja, das waren jetzt auch so meine Neuzugänge. Ich bin gespannt, was sind denn eure Highlights dieses Jahr? Ich hoffe, ich wiederhole mich gleich nicht. Ich hoffe, euch haben meine Neuzugänge gefallen. Was sind denn bisher eure Favoriten in diesem Jahr gewesen? Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, tut nicht so viel, tut nicht so wenig, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!